Hey, willkommen zu dem Video. Ich bin Eva, zertifizierte Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt Rohkost, vegane Ernährung und vegetarische Ernährung. Und in diesem Video teile ich mit euch, warum ich nicht 100% Rohkost mache. Und ja, ich freue mich schon, wird ein ganz spannendes Video. Also ein bisschen zu mir. Also ich bin ja schon in diesem, über ein Jahrzehnt schon in dieser vegetarisch-veganen Rohkosternährung etc. Deswegen habe ich da einiges an persönliche Erfahrung auch mit dieser Thematik. Also mein Rohkost Anfang sah es ganz anders aus, als ich jetzt über Ernährung denke. Wenn ich das Ding war, als ich mit Rohkost gestartet habe, war ich noch sehr, sehr verfangen einfach in meinem Denken. Also sehr limitiert in meinem Denken und hatte viele, viele limiting beliefs, also limitierende Gedanken, die mich davon abgehalten, wirklich das Bild, was Gesundheit eigentlich ausmacht, zu sehen. Weil im Endeffekt Gesundheit ist ja ein Konglomerat von verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Beziehungen, Lebensglück, auch den Sinn im Leben etc. Also die Ernährung ist natürlich nur ein Teil davon. Und ich glaube, wo ich mit dieser Rohkost gestartet habe, da war das eher so ego-basierend, war das eher so, hey, ich schaffe es, dieses Label zu erfüllen. Und es ging dabei wahrscheinlich ja nicht eher um Gesundheit. Und natürlich, also ich habe dann auch, bin ja diese verschiedenen Stufen da durchgegangen, auch mit Detox und so. Und es hatte schon alles seinen Sinn. Also ich glaube schon, dass Detox natürlich auch wichtig für den Körper ist, aber es muss dann auch weitergehen. Und ich glaube, dass, und das sehe ich auch über die Jahre, dass manche Leute in verschiedenen Phasen stecken bleiben. Also ich wäre wahrscheinlich auch, hätte ich nicht selber Coaching gehabt und Reflexion etc. gemacht, wäre ich wahrscheinlich auch in so verschiedenen Stufen stecken geblieben. Und wäre nicht durch diese limitierenden Gedanken, hätte ich nicht da durchbrechen können. Also zum Beispiel, manche Leute bleiben stecken in dieser Phase, dass sie denken, ich muss immer Detox machen und verstehen einfach, oder sind nicht irgendwie in diesem Level von, was eine gesunde, vollwertige, gute Beziehung zu Essen ausmacht und auch eine Ernährungsform ausmacht. Und genau, also dementsprechend musste ich da einfach viel an mir arbeiten, dass für mich Gesundheit und eine gesunde Ernährung nicht irgendwie darin besteht, irgendwelche Labels zu erfüllen. Also natürlich, eine Rohkosternährung ist wahnsinnig gesund und ich sag, und das werde ich auch niemals sagen, dass man irgendwie gekochtes Essen braucht für Protein oder sowas. Also da habe ich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, aber natürlich auch aus meiner Expertise als Ernährungsberaterin ist das einfach nicht der Fall. Wenn man sich damit mit der Wissenschaft dahinter auseinandersetzt. Genau, also warum bin ich nicht 100% vegan? Einfach, dass ich nicht mehr in dieser Mentalität sein will, von, dass man irgendwie Angst hat, dass man zum Beispiel, wenn man was Ungesundes isst, dass man dann auf einmal nur was Ungesundes weiter essen will. Das ist bei mir nicht der Fall. Also ich habe keine Cheat Meals oder... Es gibt so krasse Sachen auch im Internet. Habe ich so ein YouTube-Video angeschaut von einer, die macht, ganz interessant, die macht so Bodybuilding. Und das ist ja richtig krass. Die müssen da die ganze Woche lang, tun die da diese Essen abwägen. Und dann einmal im Monat gönnen sie sich so ein Cheat-Meal. Und ich finde es halt richtig traurig, wenn man das, also ich finde das, so mein Lebensglück wäre da nicht erfüllt damit. Mir wäre das so limitiert irgendwie. Und ja, was wollte ich sagen? Genau, einfach, dass für mich wirklich eine gesunde Ernährung ist einfach ein Konglomerat aus. Also ich habe einfach so viel Spaß mit meiner Ernährung. Es ist, es ist einfach Fülle. Du kannst so viel essen, wie du willst. Du bist nicht dick. Es ist schon mal einfach unfassbar. Und das ist halt die einzige Ernährungsform, wo man das machen kann. Aber ich limitiere mich auch nicht. Also zum Beispiel, wenn irgendwie ein Event ist, wenn zum Beispiel ich tanze, wenn da irgendwie so ein Tanzkongress wäre oder so, der ein paar Tage geht und ich weiß nicht, kann ich 100% Rohkost machen, dann gehe ich trotzdem hin, weil, also für mich, vegan ist immer möglich. Da gibt es immer Möglichkeiten, es vegan zu machen. Aber Rohkost habe ich tatsächlich aus den vielen Jahren, wo ich es mache, manchmal die Erfahrung gehabt, dass es echt, echt, echt schwierig war. Zum Beispiel, ich bin mal... in Asien habe ich so eine Rucksacktour gemacht, 4,5 Monate, war ein bisschen zu lange, aber am Schluss bin ich echt krank geworden. Da hatte ich eine Erkältung und das Problem war, ich habe das Solo-Travel gemacht und dann
ja, kannte ich halt keinen, dann war ich in einem Hostel und dann kannst du halt auch nicht irgendwie eine Stunde zu Fuß gehen und irgendwie ein Obst oder so suchen. Und dann habe ich halt einfach veganes Essen gegeben, was halt bei dem Hostel war. Und es hat auch voll gepasst. Also, dass man einfach für sich selber einen Weg findet, wie man die Ernährungsform für sich selber machen will. Und es gibt so viele verschiedene Ansätze dabei. Und da helfe ich auch meinen Klienten in meinem Coaching-Programm dabei, diesen Ansatz für sich zu entdecken, was für einen auch wirklich passt. Weil das habe ich bei mir selber gemerkt, aber auch bei den Coaching-Klienten, die ich habe, dass Menschen sind verschieden und die Anlagen von Menschen sind verschieden. Also zum Beispiel, es gibt verschiedene Gruppen von Menschen. Man kann die schon so ein bisschen unterteilen. Zum Beispiel, es gibt eine Menschengruppe, die sind sehr von sich aus sehr perfektionistisch und von sich aus sehr, dass sie sowieso schon alles sehr gut machen wollen. Und da bei denen muss man ein bisschen sagen, hey, es ist okay, ein bisschen gelassener sein, weil die Menschen dann dazu neigen, dass sie komplett in Orthorexie ein bisschen abschwenken. Aber dann gibt es auch Leute, die überhaupt keine Verantwortung übernehmen für ihre Ernährung und ganz, ganz viele Entschuldigungen bringen, dass man da auch bei diesen Leuten ein bisschen einhakt und sagt, hey, das ist eine Entschuldigung. Also das ist gut von dir machbar, aber du hast halt einfach du willst halt einfach eine Entschuldigung dafür bringen. Und das sehe ich bei meinen Coaching-Klienten, dass man einfach verschiedene Ansätze hat für verschiedene Leute. Ja, dass man da einfach einhakt. Und das mache ich in meinem Coaching-Programm. Und da freue ich mich auch schon, mit Leuten zu arbeiten. Ich habe auch die Frage bekommen, weil es gibt Leute, die wollen 100% Rohkost machen, ob ich da der richtige Fall für sie bin in meinem Coaching-Programm. Und das Folgende ist, also ich kenne mich mit Rohkost aus. Ich habe da auch so eine Spezialausbildung gemacht mit Rohkost. Aber ich bin nicht 100% Rohkost, weil ich einfach für mich das nicht stimmig ist, weil ich zu zum Beispiel Events gehen will und nicht in dieser Angst irgendwie leben will, dass irgendwas nicht 100% roh ist oder so. Aber natürlich unterstütze ich das, wenn Leute sich von ganz viel frischem Obst und Gemüse ernähren wollen oder auch hauptsächlich rohköstlich ernähren wollen. Deswegen, ich glaube schon, dass ich Mehrwert bringen kann und dass ich auch Leuten helfen kann, zu sehen, ob sie auf einem richtigen Weg sind oder ob sie in so limitierenden Gedanken, die schon ein bisschen auch an Orthodoxie grenzen, sich verfangen haben. So dass zum Beispiel, es gibt ja Leute, die essen zum Beispiel keine Gewürze, weil die nicht 100% roh sind. Und dass ich dann einfach Leuten helfe, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ist es wirklich ausschlaggebend für meine Gesundheit oder limitiere ich mich da einfach extrem damit und verliere Freunde etc. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass ich der Mehrwert bringen kann. Aber natürlich muss das jeder selber für sich entscheiden, ob er mit mir arbeiten will. Ich biete auch ein kostenloses Beratungsgespräch an, wo ich eben ja, für meine Ernährungsberatung einfach mit dir spreche, ob das Programm richtig für dich ist und wo wir uns auch ein bisschen kennenlernen können, ob ich auch der richtige Fit bin für dich oder ob du auch der richtige Fit bist für mich, weil ja, weil Leute sind ja so ganz verschieden und natürlich nicht jeder will mit mir arbeiten und ich will ja auch nicht mit jedem arbeiten. Es muss einfach ein richtig guter Fit sein. Das Beratungsgespräch ist kostenlos und ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich einfach ganz viel Freiheit mit meiner Ernährung habe, wo ich mich gut fühle mit meiner Ernährung, wo ich einen Weg gefunden habe, der für mich passt. Weil ich glaube, vor allem am Anfang der Low Cost hatte ich halt zum Beispiel einen Coach oder Ernährungsberatung von jemandem, wo ich das Gefühl hatte, der hat seinen Ansatz auf mich übertragen. Also die Person hatte zum Beispiel, ja, es hat einfach eine andere Vorgeschichte und hatte einfach dieses, dass sie, wenn sie einmal irgendwas isst, das nicht Rohkost ist, dass sie dann komplett wieder auf eine ungesunde Ernährung rüberspringt. Und dann habe ich das halt übernommen, aber es passt einfach nicht zu mir und es passt nicht zu meinem Lebensstil. Also ich liebe Rohkost, ich mache auch immer noch 90% Rohkost, aber ich will mir diese Freiheit in meinem Kopf haben. Und deswegen war ihr oder von dem Ernährungsberater, Beraterin, der Ansatz war nicht stimmig für mich. Und ich glaube, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich meinen Klienten das weitergebe, dass Leute sehr verschieden sind, die Situationen von Leuten extrem verschieden ist. Also wenn jemand zum Beispiel eine echt krasse Erkrankung hat, dann kann er oder sie
sich einfach nicht mehr so viel Freiheit leisten und muss wirklich, wirklich auf die Gesundheit schauen. Aber jemand, der zum Beispiel, was weiß ich, eine Mutter ist und Vollzeitjob hat und alleinerziehend ist, die hat wahrscheinlich dann nicht die gleichen Möglichkeiten, sich komplett so 100% Rohkost zu ernähren. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube sowieso, also in der deutschen Rohkostszene bin ich gar nicht so drin, aber so in dieser englischen Rohkostszene, und da habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen dass es so Schwarz-Weiß-Denken gibt und dass es diese Graustufen fehlen, also dass eben dieses Schwarz-Weiß-Denken ist im Sinne von, oh, du bist nicht 100% Rohkost, deswegen passt du nicht rein oder deswegen bist du irgendwie schlechter als Leute, die 100% Rohkost machen, und das ist natürlich auch voll der Quatsch. Also dass man da einfach in meinem Coaching oder in meiner Ernährungsberatung zeige ich da auch Leuten, wie sie aus dieser Schuld oder Scham irgendwie rauskommen. Also ja, dass ich wirklich ganz individuell auf meine Klienten eingehe und Leuten, die sagen, die schon eher an Orthorexia grenzen und diesen Perfektionismus haben, dass ich denen zeige, hey, hier hast du ein paar limitierende Gedanken und da ein bisschen einhacke. Aber dann natürlich habe ich auch andere Klienten, ist auch ganz interessant, die zum Beispiel von einer anderen Ecke kommen, die überhaupt gar keinen Perfektionismus haben, dass ich da dann ein bisschen mehr ermuntere, hey, da könntest du echt noch ein bisschen mehr machen. Also ja, wie gesagt, deswegen bin ich nicht 100% rohköstlich, weil, also ich bin immer vegan, werde auch immer vegan bleiben, aber einfach aus praktischen Gründen, dass ich mir diese Freiheit lasse und dass ich ja auch weiß, ganz ehrlich, du musst nicht 100% rohköst sein, um wirklich gesund zu sein. Also meiner Meinung nach, wenn du vegan bist, ist schon ein riesengroßer Schritt getan. Da helfe ich auch in meinem Coaching oder in meiner Ernährungsberatung Leuten dabei, wie sie ihre Ernährung auf eine gesunde, vegane Ernährung umstellen. Da ist schon ein riesengroßer Schritt getan. Und wenn man dann noch frisches Obst und Gemüse in seine Ernährung integriert, da helfe ich auch dabei. Ich habe ganz viele leckere Rohkostrezepte. Dann ist wirklich, wirklich, ist ein unglaublich guter Faktor für die Gesundheit. Und da ist schon echt viel getan. Deswegen, ja, das war's zu meinem Video. Wenn ihr Mehrwert aus diesem Video ziehen konntet, dann abonniert meinen Kanal, liked das Video für mehr tolle Videos, und ich sehe euch hoffentlich in dem Beratungsgespräch. Den Link findet ihr in der Infobox, und ja, dann freue ich mich einfach schon, mit euch arbeiten zu dürfen. Deswegen, ja, noch einen wunderschönen Tag und ganz, ganz viele Grüße. Ciao, ciao!